Ups. Fütter das andere auch gerade, dann machen die auch ein kleines Schaf. Fütter das andere schnell, schnell. Yay. Oh, Babyschaf. Zack. Zack. Jo, da ist er gleich. Die Wolle am Wegmachen. Das ist hier unser Schermeister. Der Schermeister. Können die eigentlich hier reinfallen? Mhm. Hm. Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Und dann, wenn, dann wissen wir ja, wem wir die Schuld zuschieben können. Was? Boah, nee, ich mach's aus. Ach. Da ist wer abgetaucht. Mhm. Das ist reiner Vorsicht, damit die Schafe nicht da unten durchs Wasser fallen. Der Boden ist hier weg. Jetzt habe ich nur einen Nachteil. Dass der Boden weg ist, wisst ihr, oder? Ja, das weiß ich. Das war. Kommst nicht mehr raus. Hättest du ein Tor machen sollen. Viel zu kompliziert. Das ist ganz einfach, zwei Sticks rechts und links. Ich weiß, dass das einfach ist. Ich mach das aber so. Ja, okay. Ich meine, so geht's auch. Ja, der Torexperte. Ja, mal guck mal, das ist hier, damit die Pipi abläuft. Ja, lecker. Damit die Pipi abläuft. Pipi! Pipi! Pipi. Pipi muss ablaufen. Ich mach hier draußen einfach mal ein Crafting Table hin. Ja, mach du mal ein Crafting Table. Du kriegst das ja anscheinend hier mit dem Glas nicht auf die Reihe. Ach doch, ja klar. Dann werde ich mal den Part kurz übernehmen. Nein, wirst du nicht. Ja, mal sehen, wer schneller ist. Verdammt, wir haben gar kein Glas. Raffi. Ja? Hast du dir Glas aus dem Sprung genommen? Könnte sein, ja. Wir hatten ich produziere welches. Hast du die Cleanstone? Alter, wie viel machst du? Ja, die hab ich, glaube ich, hier. Gut, machen wir einfach mal. Zack, ich hab Glas. Toll. Ja. Und jetzt hast du sie. Toll. Okay, Wolle und Glas, ja? Nee, das hier muss weg. Aho. Ich werde jetzt runter. Nein, das da. Nein, das bleibt da. Okay. Mach jetzt mal das da rein und das da rein. Das und das da rein, so. Wieder sortiert hier meine Kiste mal. Gehen so. Wir schlafen? Gehen wir. Gute Idee. Ende. Gute Ende. Boah, gutes aber zuerst leuchte ich hier mal aus. Gutes Ende. Soll jetzt hier kommen Glas rein, richtig? Büschen. Boah, ohne Witz, hier muss echt mal Licht gemacht werden, auch wenn das jetzt noch scheiße aussieht, aber... Wollte ich gerade sagen, für den Anfang sieht's doof aus, aber man... Weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir könnten ja auch dann theoretisch mal... wenn man so die Halle oder ein ziemlich großes Gebäude oder sowas bauen will, dass man einer baut das oder zwei bauen es und der andere filmt es und wir verschnellern das dann. Mhm. Weißt du, wie ich das meine? Oder wisst ihr, wie ich das meine? So diesen, diesen Zeitraffer-Bau. Mhm. Den finde ich nämlich auch nicht schlecht irgendwie. War nur so bloß eine Idee, die ich in den Raum geworfen habe. Da können wir ja auch theoretisch einen zweiten PC einfach, ich stelle mir hier einfach einen zweiten PC hin. Dann können wir nämlich alle drei bauen. Weißt du, dann... Genau, ich weiß, wie du das meinst. Ja. Dann die eine, die dritte Puppe praktisch dann, die bleibt dann hier irgendwo fest auf einer Position stehen und filmt dann, meinst du? Genau. Ne? Ja, richtig. Ach, warte, ich habe hier drei Glas. Eins. Zwei. Scheiße. Aha. Hast du noch eins? Ach, von unten, nee. Jetzt schon. Ich frag mich gerade, sollten wir nicht hier die Wolle... Nee. Wegmachen? Nee. Das ist eine gute Idee.
Ne, lass da. Ist okay. Gut. Wie du meinst. Warte, da unten ist ja jetzt Licht, das heißt, wir können noch einfach weiterbauen, ne? Eigentlich ja. Wir müssten eigentlich in einer halben Stunde dann ungefähr die Aufnahme beenden, fällt mir ein, weil ich schon pennen will. Ja, genau. Muss. Ja, schaffen wir schon. Jo, wir schaffen das. Genau. Ich gehe hinten mal weitermachen. Moment mal. Wir brauchen Erde, fällt mir ein. Aber was wir noch dringender brauchen, ist erstmal ein freies Inventar. Gehe hier und weitermachen. Gott, ich habe die ganze Scheiße hier im Inventar, weil ich irgendwas bauen will, was ich nicht wohin muss. Ja, und dann kommst du nicht dazu. Das ist doch immer so. Meistens zumindest, sagen wir mal so. Ich bin voll am Scharmantan von dem Film Die Matrix, ne? Matrix? Oh, kennt ihr die Filme Grave Encounters? Nope. Oh, den müsst ihr euch mal reinziehen. Könnt auch bei YouTube gucken. Die sind nein, mega, sind Horrorfilme. Legal. Nee, boah, ich hasse Horrorfilme, sorry. ich guck mir die legal auf movie.de an. Ah, legal vor allem. Ja, Spaß mach ich auch. Also. Das Schauen ist ja legal, nur das Runterladen ja, nicht. Und da richtig. Ist der Clou. Bisschen mehr. Ja, aber. Indem du es guckst, letztes Jahr runter. Nö, wieso? Doch, ja. Temporärdateien. Ja, wie willst du das sonst ja, okay. gucken, wenn du es nicht auf deinem. Ja, nee, nicht okay, du lädst es runter. Stimmt, das, so, es ist, du guckst ja eigentlich, die haben ja auch die eigentlichen Filme bei sich auch nicht gespeichert. Ja, aber auf dem Server. Ja, das ist ein rechtliches Schlupfloch, kann man sagen, in der Hinsicht. Ja. Die schützen sich damit, aber. Genau wie mit der, mit RedTube. Die müssen, die Leute müssen halt dann gegen 10 Millionen Leute, die das täglich da gucken, Anklage einreichen und das ist denen einfach zu viel Arbeit in den meisten Fällen. Ja, das ist dieselbe Kacke da mit Dings, mit RedTube. Da ist es besser gegen 10.000 Leute, die es downloaden und die es hochladen, ja. Anklage zu erstellen, als gegen 10 Millionen, die es nur angucken. Eben. Von den 10 Millionen sind vielleicht 5 Millionen Hartz-IV-Empfänger, die nicht viel Geld haben. Oh. Und der Rest nichts gegen Hartz-IV-Empfänger, aber ist so. Nein, nichts gegen Raffi, ich bin kein Hartz-IV-Empfänger, ich arbeite. Ja, ich auch. Ja, was arbeitest du? Nein, du arbeitest nicht. Laut deinem Facebook-Profil arbeitest du bei YouTube. Ja? Ist Webvideoproduzent. Ist kein schlechter Beruf, bestimmt. Wenn wir Geld verdienen würden. Oder als Kameramann bei RTL. Stimmt, ist nicht zensiert. Naja. Oder als dieser Typ, der die Schilder immer hinreicht den Leuten. Ach so, damit die wissen, was sie sagen sollen, meinst du? Genau. Ja, ja, genau. Was steht da? Ich kann das nicht lesen. Jo. Glaub, dann bräuchst du eine Brille, wa? Ja, ein bisschen. Oh je, ich hätte hier auch noch ein paar Fackeln. Viagra. zack. Da haben wir wieder ein bisschen was zu spachteln. Das sieht jetzt scheiße aus irgendwie. So, jetzt sieht's gut. Oh, Skelette. Ich brauche Knochen. Toilette. Mal ein paar. Wo ist die Toilette? Okay. Wie kommst du jetzt auf Toilette? Ich sag mal nichts mehr zu den Viechern, die hier rumlaufen, ne? Mhm. Hier ist eine Fledermaus, guten Tag. Wär's, wenn wir mal kurz knacken gehen? Nee. Nicht? Okay. Komm lieber mal runter und hilf mir. Ich muss selbst gerade mal hier. Wo bist du denn? Hier vorne, vor unserer Haustür. Da, wo der Creeper gleich stirbt. Ja, da helfe ich dir gleich schön, wenn ich hier fertig bin. Oh, hier. Ein bisschen anschaffen hier. Anschaffen? Ranschaffen, nicht anschaffen. Ich dachte schon so, was? Nee, ranschaffen will ich nichts. Moment.
Inventar ist mir da wieder überfüllt. Guten Tag, Herr Fledermaus. Darf ich Ihre Bestellung aufnehmen? Scheiße kommt hier oben rein. Scheiße kommt hier die oben ich rein? Ich brauch. Ich hab verstanden, ja, Scheiße kommt hier so oben rein. Ja, ich auch. Ich hab ja auch gesagt, die restliche Scheiße kommt hier oben rein. Ach so, die restliche. Ach, die restliche. Ach, Mensch. Ah. Dann drück ich doch mal deutlich aus. Eben. Ah, meinst du, was ich gemacht hab? Musst du richtig zuhören. Hans, wo ist denn Viagra? Aus Viagra? Hans, im Alter schon. Hans, wo ist denn das Viagra? Ja, Mensch, Gundula, ich weiß doch nicht, wenn das abgelaufen ist. Sorry. Also, mein Haus ist von außen her schon mal fertig. Betrachte die wunderbare Hütte. Dann würde ich sagen, ja, die ist ja nicht schlecht, wenn man das so überlegt. Ich würde sagen, dann hast du uns beiden was voraus, definitiv. Weil wir sind von außen und von innen noch nicht fertig. Genau. Aber noch ein bisschen was. Tja, ich bin ein Organisationstalent, nicht wahr? Das stimmt, meine Organisation ist... Deswegen ist es ja auch, Dev Playerines Haus. Ah, okay. Ja, stimmt, du bist ja das Vibe hier.